Es geht um so viel Geld, mein Junge. Merci, Madame. Das bedeutet mir viel. Salut, ich bin Journalist. Ich benötige ein ruhiges Zimmer für meine Recherchen. Salut, und ich benötige endlich die Bestätigung, auf die ich mein ganzes Leben lang warte. Zigarette, Madame. Unterlassungserklärung, Monsieur. Hören Sie auf zu recherchieren. Er will bloß Deutschlands größten Finanzskandal aufklären. Und schafft doch so viel mehr. Y.R. Gard. Die Geschichte mit den 1,9 Milliarden Fragezeichen. Was für ein Zufall. Ein neugieriger Journalist. Und Sie arbeiten bei der BaFin. Naja, arbeiten. Alle wollen wissen, was passiert ist. Mit den Milliarden auf den Philippinen. Erstmal will ich Tennis spielen. Und ich will erstmal so viele Wirecard-Aktien wie möglich kaufen. Dabei ist es eigentlich meine Aufgabe, Wirecard zu beaufsichtigen. Träume. Pulitzerpreis, Cherie. Geheime Pläne. Ich möchte mit dir für immer auf den Philippinen untertauchen. Hier, die goldene Klarinette. Für dich. Eine Klarinette? Aber ich kann doch gar nicht spielen. Du weißt es bloß noch nicht. Ruf im Kanzleramt an. Sie spielen unser Lied. Das ist die magische Klarinette von Jan Marschalek. Jan Marschalek. Wer ihren Klang hört, denkt nur noch an Geld. Komm mit mir auf die Philippinen. Bittere Wahrheiten. Ich hasse Tennis! Und die Suche nach dem großen Glück. Wo bist du, Jan Marschalek? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Jan Marschalek, wo bist du? Wo? Marschalek! Hallo? Wer ist denn da? Bist du es, Rudi Zerne? Wem vertrauen, wenn plötzlich Milliarden verschwinden? Du hast mich nie geliebt. Sie müssen gehen. Wo war? Ich brauche das Zimmer für Olaf Scholz. Olaf Scholz. Pardon. Auf geht's, auf die Philippinen. Oder nach Weißrussland. Oder nach Russland. Au revoir. Au revoir. Y.